Service der Vorsorge. Und zwar geht es einmal um den Gesundheitsbonus, der Ihnen zusteht. Und zwar, Herr Heilbitter, haben Sie in den letzten Jahren viel eingezahlt bei Ihrer Krankenkasse, haben aber in dem Bereich Zähne nicht viel in Anspruch genommen. Und dadurch sind bei Ihnen Überschüsse entstanden, woraus Sie natürlich nun Anspruch haben. So, okay. Und deswegen bekommen Sie ab dem 1.1. die Zahnzusatzversicherung zu einem günstigen Preis gefördert. Also so, dass im 1.1. dann alle Ihre Zahnarztkosten für Sie zu 100% übernommen werden. Alle Zahnarztkosten? Okay. Richtig, genau. Zu 100%, Herr Heilbitter. Haben Sie denn schon so eine Zahnzusatzversicherung oder haben Sie noch keine? Nein, habe ich nicht, nein. Okay. Und haben Sie momentan, Herr Heilbitter, irgendwelche Zahnlücken, die noch nicht ersetzt worden sind, außer Ihre Weisheitszähne? Ja, durchaus. Wie viele fehlende Zähne, also wie viele Zahnlücken haben Sie, wenn ich fragen darf? Drei. Drei Stück? Ja. Okay, und da ist auch nichts drin, ne? Also gar kein Zahnersatz, Herr Heilbitter? Nein. Okay, dann habe ich gute Nachrichten für Sie mitgebracht. Also Sie haben definitiv Anspruch auf das Ganze. Das heißt, Sie können ab dem 1.1. zum Zahnarzt gehen. Ab dann werden auch die ganzen Zahnarztkosten für Sie zu 100% übernommen. Sie haben dann auch zu 100% Leistungen auf Zahnersatz, wie zum Beispiel Kronen, Brücken und Prothesen. Sie haben Inlays mit dabei, Implantate, die professionelle Zahnreinigung und die Prophylaxe. Okay. Dann haben Sie Wurzel- und Parodontosebehandlung mit dabei, Herr Heilbitter. Sie haben schmerzlindernde Maßnahmen mit dabei, falls Sie Angstpatient sind, Herr Heilbitter. Kieferorthopädische Behandlungen werden für Sie ebenfalls übernommen. Und Sie bekommen nochmal extra 200 Euro fürs Zähnebleachen bzw. auffällen lassen. Okay, aber das kostet jetzt wahrscheinlich einen Haufen Geld, oder? Ich hab's jetzt nicht verstanden, nochmal bitte. Das kostet bestimmt einen Haufen Geld, oder? Ja, also Herr Heilbitter, einen Haufen Geld nicht, ne? Aber es kostet Sie natürlich was, ne? Weil Sie müssten bedenken, dafür werden Ihre ganzen Zahnarztkosten übernommen. Und übrigens, die drei Zahnlücken, die Sie haben, die wären dann auch mitversichert. Das heißt, die können Sie dann ab dem 1.1. genauso ersetzen lassen und da werden die Kosten für Sie ebenfalls übernommen. So, und der Preis wäre bei Ihnen, und das ist auch immer noch günstiger, Herr Heilbitter, wenn Sie das Ganze vergleichen, als das, was Sie beim Zahnarzt bezahlen, der Preis wäre bei 40,95 €. Pro Monat oder pro Woche oder pro Tag? Das ist monatlich, Herr Heilbitter. Aber das ist, wenn Sie zum Beispiel Zahnersatz brauchen, weil Sie drei Zahnlücken haben, dann ist das trotzdem günstiger als das, was Sie beim Zahnarzt bezahlen, weil da zahlen Sie direkt mehrere tausend Euro. Naja, deswegen wundert es mich jetzt, dass 40 Euro und ich kann ab Januar, also ab nächsten Januar, also ab 2024. Ab dem 1.1.2024. So, und wenn Sie die 40 Euro und wie viel waren das? 95 Cent bei Ihnen, genau. Wenn Sie das mal 12 berechnen, weil die Vertragslaufzeit wäre auch nur bei 12 Monaten, dann wäre das im Jahr 491 Euro ein paar gequetschte. Und das ist immer noch günstiger als das, was Sie beim Zahnarzt bezahlen. Okay. Das heißt, wenn ihr jetzt alle drei Zähne machen lasst und der Betrag, genau, und der Betrag wäre bei 4.000 Euro, dann wird das alles bezahlt. Solange Sie das ab dem 1.1. machen, ja. Und wenn ich es ab dem 1.2. mache? Können Sie auch machen. Ist ja trotzdem ab dem 1.1. Okay. Ab dem 1.1. Und der 1.2. ist ja auch nach dem 1.1. Also damit ist gemeint, Sie sollen es nicht im Dezember machen, weil dann aus der eigenen Tasche bezahlen. Also ich bin natürlich jetzt frech und sage, wenn das jetzt 4.000 Euro kostet und ich kündige nach einem Jahr wieder, dann hätte ich ja für 3.500 Euro neue Zähne gekriegt. Genau, weil Sie haben keine Wartezeit. Ab dem 1.1. haben Sie 100%ige Kostenübernahme. Okay. Ja, das hört sich gut an. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also die Kosten, also beim Zahnarzt zahlt man ja schon für die kleinsten Behandlungen leider sehr viel Geld. Und so sind Sie auf jeden Fall sicher, ne? Wenn Sie natürlich zufrieden waren nach einem Jahr, würde ich Ihnen sogar empfehlen, wenn es auch für Sie tragbar ist, ne, Herr Heilbitter, dass Sie das Ganze auch beibehalten, weil man weiß nie, was die Zukunft bringt und so werden Sie natürlich abgesichert. Aber da können Sie ja weiter nachschauen, wenn das eine Jahr um ist.
Nachrichten, ne? Ja, wäre das denn für Sie tragbar, die 40,95 €? Im Vergleich zu die 4.000, ja. Ja. Auf jeden Fall. Okay, dann mache ich Ihnen das fertig, ja? Sie bekommen alles nochmal per E-Mail bestätigt, Herr Heilbilder. Da steht alles nochmal mit drin, was ich Ihnen erklärt habe. Mhm. Die E-Mail haben Sie dann in den nächsten 2 bis 3 Werktagen nochmal da. Okay. Und ich bin dann auch Ihre persönliche Ansprechpartnerin. Das heißt, wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder wenn irgendwas nicht übereinstimmt, dann melden Sie sich natürlich direkt bei mir, ja? Okay. Ansonsten, Herr Heilbilder, bräuchte ich einmal von Ihnen bitte eine aktuelle E-Mail-Adresse, weil Sie das Ganze ja per E-Mail bekommen. Mhm. Das ist Heidrun. Mit 2 N? Heidrun mit Doppel-N? Ja, genau. Genau. Einen Moment bitte. Ja? Web.de. Einen Moment. Web.de. Genau. Okay, alles klar. Also halb bitter. Halb bitter. So wie bitter. Also halb bitter. Genau, halb bitter. Genau, passt. Geht klar. Okay, dann haben wir alles. Richtig, adweb.de, genau, habe ich. So, also ich habe hier aber stehen, die E-Mail-Adresse ist falsch. Na, die habe ich aber. Wollen Sie nicht noch... Also ich wiederhole nochmal, ja? Heidrun mit Doppel-M, mit Doppel-N am Ende, Punkt. Ja? adweb.de. Genau. Also, bei mir wird es in Rot angezeigt. Keine Ahnung. Ich versuch's mal nochmal. Sie sind auf jeden Fall sicher, die E-Mail-Adresse ist richtig? Ja, weil ich sogar eben drinnen bin in dem Account. Okay. Ja gut, alles klar. Also ich bin da gerade drin. Wohnen Sie noch in der... Okay, alles klar. Wohnen Sie noch in der... Ja. Wunderbar. Und geboren sind Sie, Herr Heilbitter, am 17.02.44? 44? Na, 74. Genau. 74. 74, Entschuldigung, ja, 74. Haben die Kollegen falsch eingetragen. Mhm. Okay, aber 17.02. ist richtig? 17.02. ist richtig, genau. Okay, 74, ja? Genau. Okay, so dann erkläre ich Ihnen einmal die 2 wichtigsten Punkte, Herr Heilbitter, auf die Sie bitte unbedingt achten müssen. Das erste wäre, wenn Sie zum Zahnarzt gehen sollten, dann machen Sie das bitte erst ab dem 1.1., weil ab dann beginnt das Ganze. Mhm. Weil wenn Sie davor gehen, müssen Sie, wie gesagt, die Zahnarztkosten aus der eigenen Tasche bezahlen. Mhm. So, und laden Sie sich bitte einmal, Herr Heilbitter, die App von der Barmenia runter. Das ist so eine blaue App mit einem weißen W, die ist auch kostenlos. Weil dann können Sie die Rechnung, die Sie vom Zahnarzt bekommen, durch die App von der Barmenia einmal an die Barmenia selber zuschicken. Dann brauchen Sie das nämlich nicht per Post zu machen, ja? Okay. Und laden Sie sich auch bitte einmal die App von der Krankenkasse runter. Wenn Sie die noch nicht haben, dann können Sie die Rechnung auch an die Krankenkasse per E-Mail zuschicken. Sie müssen die Rechnung, wie gesagt, einfach nur abfotografieren. Dann können Sie das alles durch beide Apps jeweils zuschicken. Und der Preis, der wäre, ich habe mich vorhin vertan, nicht bei 40,95 €, sondern bei 36,85 €, ja? Okay, also günstiger, ja. Gut. Genau. So, dann, Herr Heilbitter, würde ich vorschlagen, möchten Sie sich einmal meinen Namen mit ausschreiben, damit Sie auch wissen, mit wem Sie gesprochen haben, beziehungsweise wer Ihre Ansprechpartnerin ist? Ja. Bitte schön. Sagen Sie einfach Bescheid, wenn Sie was zu schreiben haben. Ja, geht. Ich hab was, ja. Also, ich bin die Frau Sabine Schwind. Also Schwind, so wie der Wind, aber mit SCH davor. Schwind, ja. Hab ich. Super. Rufnummer, E-Mail, Anschrift, steht alles in den Unterlagen für Sie schwarz auf weiß drauf, beziehungsweise in der E-Mail. Und ich bin dann auch Ihre persönliche Ansprechpartnerin, falls Sie irgendwelche Fragen haben sollten. Okay. Ansonsten, Herr Heilbitter, die Kosten, sollen die auf Ihr Konto erstattet werden? Das weiß ich jetzt noch nicht. Das entscheide dann noch. Aber ich muss ja wissen, wohin mit dem Geld? Ja, noch kriege ich ja kein Geld.
Das ist ja nur Zeit, ich war ja noch nicht beim Zahnarzt. Herr Halbitter, ich muss das aber eintragen. Auf welches Konto sollen die Kosten erstattet werden? Moment. Auf Ihr Konto oder nicht? Ja, normalerweise schon. Damit ja, wir ja an das Geld rankommen. Ja. Ja, auf meins natürlich. Okay. Natürlich. Mhm. Okay, ich dachte schon, weil Sie gesagt haben, das weiß ich doch nicht. Okay, dann Herr Halbitter, müsste ich einmal für die ganzen Kosten, die Sie auf Ihr Konto erstattet bzw. gutgeschrieben bekommen ab dem 1.1., einmal bitte die IBAN-Nummer mit eintragen, also diese ganz lange Katastrophennummer, die mit DE anfängt. Aha, DE39. 1 2071, ja. 59. 59. Okay, alles klar. Die sind bei der Sparkasse Essen und Kontoinhaber sind Sie auch natürlich selber, Herr Halbitter, ja? Ja, genau. Super. Herr Halbitter, wie sieht's denn mit den Augen aus? Tragen Sie eine Brille oder Kontaktlinsen? Nein. Alles in Ordnung. Okay. Möchten Sie, also gibt es irgendwelche Personen aus Ihrer Familie oder aus dem Bekanntenkreis, die Sie bei den Zähnen mit absichern möchten, dann haben diese Personen ab dem 1.1. dieselben Leistungen wie die beim Zahnarzt? Ich schaue es mir erstmal an, ob die Versicherung bei mir zahlt und dann schauen wir weiter. Mein Vertrauen in Versicherungen okay, ist nicht so klar. Groß. Ja, aber Herr Halbitter, dann hatten Sie wahrscheinlich Erfahrungen mit Versicherungen, die wirklich nicht gut waren. Es gibt dutzende Versicherungen und es gibt Versicherungen, die sagen zum Beispiel, okay, Sie haben zum Beispiel erst 5-6 Monate Wartezeit, bis erst dann wird zum Beispiel irgendwas übernommen. Und es gibt Versicherungen, die auch sagen, nein, das trifft bei uns nicht zu, Sie haben keine Wartezeiten. Und bei mir ist es einfach so, dass Sie keine Wartezeiten haben. Man sollte auch nicht jeden unter einen Kamm scheren, ne? Ja, doch. Ich schere jeden Politiker unter einem Kamm. Aber das hat ja nichts mit Politik zu tun, Herr Halbitter. Aber beide sind gleich vertrauenswürdig. Es ist halt so. Ich habe in beide kein Politiker Vertrauen. Politiker sind nicht vertrauenswürdig, Herr Halbitter. Und Versicherungen auch nicht. Aber ich lasse mich jetzt einfach überraschen und dann schauen wir mal, ob ab Januar wirklich alles übernommen wird. Und wenn ja, dann kann ich vielleicht meine Meinung ändern. Aber ich glaube noch nicht dran. An dem scheitert es halt noch. Aber okay. Gut, Herr Halbitter, also wir sind auch gleich fertig. Also fehlende Zähne haben Sie 3 Stück, hatten Sie gesagt, ne? Ja, genau. Okay, da müsste ich nochmal nachfragen, findet zurzeit bei Ihnen, also zurzeit, ne, eine Zahnersatzbehandlung, eine Wurzelbehandlung oder eine Behandlung wegen Parodontose bzw. Parodontitis statt oder ist eine angeraten oder beabsichtigt? Also es findet keine also statt. Um die na, Behandlung, also, die ich Ihnen gerade vorgelesen habe? Na, stattfinden doch keine. Na. Okay. Besteht oder bestand innerhalb der letzten 6 Monate vor dem Versicherungsbeginn, Herr Halbitter, eine anderweitige Zahnversicherung? Nein. Okay. Dann, Herr Halbitter, müsste ich zu guter Letzt eine Zusammenfassung mit Ihnen machen. Das ist eine Aufzeichnung, die dient einmal zu Ihrer und zu unserer Sicherheit. Da werde ich für Sie auch nochmal alles wiederholen, Herr Halbitter, damit Sie selbst hören, dass alles seine Richtigkeit hat, ja? Mhm. Sie hören mir bitte gut zu und danach sind wir ungefähr 2 bis 3 Minuten fertig und da werde ich auch nochmal wiederholen, dass Sie die Kosten ab dem 1.1. direkt zu 100% übernommen bekommen, ja? Mhm, okay. Alles klar. Dann, würde ich vorschlagen, ich fange mit der Aufzeichnung an. Sind Sie bereit? Aufzeichnung bereit, jawohl. Okay, alles klar. Dann starte ich jetzt, Herr Halbitter, und los geht's. So, das Band läuft, Herr Halbitter. Mein Name ist Frau Sabine Schwind von der Fortuna Finanz GmbH. Ich fasse jetzt das wichtigste in Eckpunkten zusammen und zeichne das Gespräch jetzt auf, damit Sie auch nur das von uns erhalten, was wir mit Ihnen besprochen haben. Sind Sie damit einverstanden, Herr Halbitter? Ja. Vielen Dank. So, als Versicherungsinhaber habe ich, wie gesagt, den Herrn Heidrun Halbitter am Telefon. Sie sind geboren am 17.02.1974 und Sie wohnen in der, ist es soweit richtig? Ja. Super. So, der Beginn der Versicherung im Tarif Barmenia Medzahn 90 plus Medzahnvorsorge ist der 1.1.2024 und der monatlich zu zahlende Beitrag beträgt 36,85 €. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 12 Monate. Nach Ablauf dieser Zeit können Sie den Tarif fristlos kündigen. Das ist soweit richtig? Ja.
Wunderbar. So, Moment, wo haben wir es da? Der monatliche Gesamtbetrag beträgt, wie gesagt, 36,85 €. Die sind bei der Sparkasse Essen. Und die Bankverbindung, die Sie uns durchgegeben haben, lautet, so, ich nenne jetzt einmal Ihre IBAN-Nummer. Das ist einmal DE 70 und die 59. Und Kontoinhaber, Herr Halbitter, sind Sie auch bei der Sparkasse Essen selber. Das ist auch soweit richtig? Ist richtig. Super. So, Sie haben 100% Leistungen auf Zahnersatz, inklusive GKV-Vorleistung für Implantate, Inlays bei der Regelversorgung, bei der Zahnreinigung und die Prophylaxe, Wurzel- und Parodontosebehandlungen, hochwertige Kunststofflungen, schmerzlindernde Maßnahmen für die professionelle Zahnreinigung und die Prophylaxe ohne Grenzen, für Kieferorthopädie, für Kinder bis 2.000 € Beginn der Behandlung bis zum 21. Lebensjahr und 200 € für Bleaching. So, und Sie sind damit einverstanden, dass der monatliche Gesamtbetrag von 36,85 € ab dem 01.01.2024 immer zum 1. des Monats per Lastschriftverfahren abgebucht wird? Ja. Ist dieser Betrag auch finanziell für Sie tragbar, Herr Halbitter? Ja. Super. So, der Vertrag ist ohne Unterschrift wirksam. Nach dem Kontrollanruf der Qualitätsabteilung erhalten Sie die Auftragsbestätigung Ihrer Versicherungs- und Police und den AGBs in den nächsten Tagen per E-Mail zugestellt. Und der Versicherungsbeginn ist direkt der 1.1.2024. Und dies ist somit ein erfolgreich abgeschlossener und ein verbindlicher Vertrag, der ab dem 1.1.2024 beginnt. Dann bedanke ich mich herzlich für die Beauftragung, das nette Gespräch. Wünsche Ihnen noch alles Gute und einen schönen Tag erstmal, Herr Halbitter. Dankeschön. So, jetzt haben wir es geschafft. Herr Halbitter, war mit der Aufzeichnung von Ihrer Seite aus alles in Ordnung? Ja, aber jetzt brauchen wir ja noch das Konto, wo abgebucht wird, oder? Bitte? Sie brauchen ja noch das Konto, wo abgebucht wird, oder? Sie haben doch Ihre IBAN-Nummer durchgegeben. Ja, aber das war ja für die Gutschriften. Das war ja für die Erstattung. Das war ja nicht zum Abbuchen. Aber das sollte ja von einem Konto, ablaufen, Herr Halbitter. Ja, aber da haben wir ja vorher gar nicht drüber geredet gehabt. Es ist ja nur darum gegangen, was ich erstattet bekomme. Ja, also eigentlich habe ich gedacht, dass Sie, weiß ich nicht, also die meisten, die sagen dann direkt, also was heißt die meisten, so gut wie alle sagen, soll alles über ein Konto laufen. Ja gut, die meisten haben ja auch nur ein Konto, ne? Ich kann die 36,85 € nicht von dieser IBAN-Nummer, die Sie durchgegeben haben, abgebucht werden ab dem 1.1.? Nein. Ja, dann muss ich die Aufzeichnung nochmal machen. Tut mir leid. Morgen, genau. Bitte? Bitte schon. Machen wir die Aufzeichnung nochmal, ja. Dann können Sie mir bitte einmal die IBAN-Nummer für die Abbuchung durchgeben? Ja, jetzt habe ich noch mal eine Frage. Von welcher Firma rufen Sie an? Weil Sie haben ja vorher nicht gesagt, Sie sind ja nicht Herr von der Barmenia, oder? Ich melde mich vom Service. Bitte? Sie sind ja nicht von der Barmenia. Ich rufe doch im Auftrag der Barmenia an, das habe ich auch in der Aufzeichnung gesagt, Herr Halbitter. Ja, aber bei welcher Firma sind Sie? Weil Sie haben ja vorher irgendeine Firma genannt und die habe ich wirklich nicht verstanden. Ich melde mich von der Fortuna Finanz GmbH im Auftrag der Barmenia. Fortuna Finanz GmbH? Sollen wir uns, wie Überschuss hat, weil die Krankenkassen selber keine Zusatzversicherung mehr anbieten dürfen, Herr Halbitter. Wer darf das nicht mehr anbieten? Ich habe in der Aufzeichnung alles erwähnt. Ich verstehe nicht, warum Sie immer noch so misstrauisch sind. Ich habe jetzt nicht verstanden. Wer darf was nicht mehr? Die Barmenia darf keine Zusatzversicherung mehr anbieten. Oder was war das? Die Krankenkassen selber bieten keine Zusatzversicherung mehr an. Die Zusatzversicherung, die Sie bekommen, ist doch von der Barmenia, Herr Habitscher. Aber das verstehe ich nicht. Sie sagen jetzt, die Krankenkassen bieten keine an, aber Sie bieten sie trotzdem an und das läuft über die Barmenia. Ich verstehe es nicht. Genau, weil wir ja für die Krankenkassen anrufen. Ja, und warum? Herr Halbitter, ich rufe Sie nicht an, weil ich Sie übers Tisch ziehen möchte. Ich verstehe nicht, warum Sie die ganze Zeit so negativ eingestellt sind. Ich habe in der Aufzeichnung für Sie alle Leistungen alles nochmal wiederholt. Ja, ich habe trotzdem Fragen, Entschuldigung. Es geht ja doch um viel Geld. Ja, natürlich sollen Sie Fragen stellen. Dafür bin ich ja auch da, um Gottes Willen. Die sollen Fragen stellen. Es geht nur darum, dass Sie so misstrauisch sind.
Natürlich. Wir rufen im Auftrag der Barmedia an. Und ich hatte Ihnen auch ganz am Anfang gesagt, dass die Krankenkassen selber keine Zusatzversicherung mehr anbieten dürfen. Nein, das haben Sie nicht gesagt. In Deutschland anrufen, die überschüttet hat. Das haben Sie nicht gesagt. Das habe ich Ihnen gesagt, Herr Halbitter. Nein. Herr Halbitter, ich bitte Sie, das habe ich gesagt. Die andere Frage, woher haben Sie das wahrscheinlich nicht gehört, was ja auch alles in Ordnung ist, aber ich habe es nein, gesagt. Andere Frage, woher haben Sie eigentlich die Telefonnummer? Das wird an uns von den Krankenkassen weitergeleitet, weil die, wie gesagt, keine Zusatzversicherung mehr anbieten dürfen. Das heißt, Sie haben ein Double Opt-in, oder? Ja, natürlich, sonst dürfen wir Sie auch gar nicht anrufen, um Gottes Willen. Und von wem haben Sie das sonst Double? Sonst würde ich mich ja strafbar machen, Herr Halbitter. Und von wem haben Sie dieses Double Opt-in? Von welcher Krankenkasse? Also, Herr Halbitter, wenn Sie möchten... Von welcher Krankenkasse möchten, haben Sie das Double Opt-in? Darf ich bitte von welcher Krankenkasse haben Sie das Double Opt-in? Darf ich bitte aussprechen, Herr Halbitter? Na, beantworten Sie erstmal die A-Frage. Warum sind Sie denn so unfreundlich? Weil ich wissen möchte, woher Sie die Genehmigung haben zum Anrufen. Ich möchte wissen, woher Sie die Genehmigung für den Anruf haben. Darf ich aussprechen? Dann werde ich auch alle Ihre Fragen beantworten. Sie haben nicht das Recht, jetzt so unfreundlich zu sein. Ich habe ganz normal eine Frage gestellt. Oder würde ich Sie übers Tisch ziehen wollen, würden, Herr Halbitter? Glauben Sie mir eins, dann hätte ich schon längst aufgelegt bei dem Ton. Jetzt beantworten Sie halt einfach meine Frage. Bei aller Liebe. Jetzt beantworten Sie einfach meine Frage. Können Sie bitte vernünftig mit mir reden? Also langsam reicht es auch, ne? Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Wie reden Sie eigentlich mit mir? Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Ja, aber dann fragen Sie vernünftig. Ich bin hier kein Hund oder so. Na, ich habe doch nur eine Frage gestellt. Herr Halbitter, schauen Sie mal, die Opt-in haben Sie selber bei einer Gesundheitsumfrage eingetragen. Wann Sie die Gesundheitsumfrage gemacht haben, das kann ich Ihnen leider nicht sagen, das habe ich hier nicht stehen. Aber das müssten Sie wissen. Und ich möchte mir auch kein Datum ausdenken. Aber das müssten Sie wissen, weil... Bitte? Aber das müssten Sie ja haben, weil Sie brauchen das Double-Opt-in. Warum muss ich das denn haben? Aber warum muss ich das denn haben? Weil Sie doch sonst nicht anrufen dürften, wenn Sie das nicht haben. Das heißt, Sie müssen einen Nachweis haben. Wenn ich keine Opt-in hätte, würde ich Sie gar nicht... Wissen Sie, was ich nicht verstehe? Ich verstehe nicht, warum Sie mich nicht ausreden lassen. Es ist sehr unanständig, wenn ich Sie ausreden lasse, aber Sie auf meine Fragen immer reinplappern. Ich rede ganz normal mit Ihnen. Ich habe eine Frage gestellt und ich habe gefragt, woher haben Sie... Ich habe Ihre Frage beantwortet gerade. Sie lassen mich ja nicht mehr fertig reden. Also Sie haben es nicht beantwortet. Sie haben gesagt, ich habe bei irgendeinem... Lass mich halt ausreden. Sie haben gesagt, ich habe bei irgendeinem Gewinnspiel mitgemacht. Aber Sie müssten ja wissen, wo. Ich habe nicht oder bei einer, Gesundheitsumfrage. Es ist ja egal, wo. Sie müssten ja wissen, jetzt lass mich halt mal ausreden, Mäuschen. Mausezahnchen, lass mich mal ausreden. Nein, ich weiß es, Sie haben gesagt, in einer Gesundheitsumfrage. Genau, dann müssten Sie aber wissen, bei welcher Gesundheitsumfrage ich zugestimmt habe. Sie dürfen nämlich sonst meine Daten nicht haben. Das ist ganz einfach. Herr Halbitter. Sind Sie jetzt fertig? Darf ich jetzt auch endlich reden? Natürlich. Dankeschön. Herr Halbitter, ich habe nicht hier stehen, bei welcher Gesundheitsumfrage Sie teilgenommen haben und wann das war. Wenn ich hier stehen hätte, dann würde ich Ihnen das doch sagen. Ja, aber das jetzt... Einen Moment bitte, ich bin auch noch nicht fertig. Ich habe doch nichts davon, wenn ich Ihnen die Information enthalte. Ich meine es nicht böse. Ich möchte mich auch nicht mit Ihnen streiten. Aber verstehen Sie mich bitte, ich versuche Ihnen wirklich, Ihre ganzen Fragen so gut ich kann zu beantworten. Aber es kommt wirklich so rüber, Herr Halbitter, als ob Sie, weiß ich nicht, ich meine es nicht böse. Was darf ich dann jetzt? Sie dürfen trotzdem nicht anrufen. Sie müssten wissen, woher die Genehmigung kommt. Es ist einfach eine rechtliche Grundlage. Das heißt, wenn Sie jetzt das Vorliegen haben, aber nicht nachweisen können, woher Sie meine Zustimmung haben, dürften Sie nicht anrufen. Um das geht's mir. Das, was Sie machen, ist illegal. Herr Halbitter, wenn ich Sie nicht anrufen dürfte, dann würde ich es auch gar nicht tun. Warum soll ich mich denn strafbar für Sie machen? Oder ja, wegen Ihnen dann? Weil vielleicht Ihre Firma im illegalen Bereich handelt und irgendwo Datensätze kauft und dann die Leute abtelefoniert. Und das stimmt doch gar nicht, Herr Halbitter. Wir rufen doch nur jeden an, der Überschüsse hat. Nein. Halt mal die Klappe. Also, ganz am Anfang haben Sie gesagt, halt Sie rufen... Ganz am Anfang haben Sie... Dann sage ich jetzt, halten Sie die Klappe. So, ganz am Anfang haben Sie gesagt, Sie rufen von meiner Krankenkasse an. Sie haben gesagt, Sie... Wie reden Sie denn eigentlich? Sie haben am Anfang... Sie haben am Anfang gesagt, Sie haben am Anfang gesagt, Sie haben am Anfang gesagt, Sie haben am Anfang... Ich möchte mit Ihnen gar nicht weiterreden, ja? Sie haben am Anfang gesagt... Über Ihre Klappe. Danke. Asozial, richtig asozial.
Du kommst sowieso auf YouTube. Heute Abend bist du auf YouTube.